2006 haben wir das erste Unternehmen gegründet mit zwei Freunden zusammen. 2008 ist das Unternehmen mal pleite gegangen. Ich habe dann Lieferando gegründet, das ist eine Essensbestellplattform, und das Unternehmen dann auch erfolgreich verkauft 2014. Damit haben wir jetzt natürlich schon nach dem Börsengang auch einen Betrag verdient, womit man wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müsste. Ja. Wir haben ja ganz normalen Mindestlohn, halt 8,84 Euro. Wir haben halt einen Trinkgeldberuf. Wer viel arbeitet und viele Kunden hat, kann auch gutes Trinkgeld verdienen. Und damit kommt man dann einigermaßen gut aus. Ich arbeite in Wittenau an einer ISS, einer integrierten Sekundarschule. Wenn ich Vollzeit arbeite, verdiene ich brutto 4.800. Als Kameramann verdiene ich zu Hochzeiten so 1,6 brutto. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es notwendig ist, sich einen Broterwerb zuzulegen. Wie zum Beispiel Biketaxi fahren, Bühnenbau, jetzt Aufsicht im Museum, Barkeeper. Es ist halt ein schwieriges Gewerbe und man kann nicht immer mit einem super tollen Job sein Leben finanzieren. Man muss halt auch einen Job machen, der nicht so toll ist. I work as a freelance web designer here. Right now I do between like 75 to 90 euros an hour brutto, which to me originally sounded excessive, but then I realized that I only make money when I work. So then what ends up happening is that I don't want to go on vacation much, because if I go on vacation, it's like half a month that I don't make any money. Ich verdiene 2.900 Euro brutto. Also wir testen seit einem Jahr das Wunschgehaltsmodell. Das heißt, wir haben uns jeder individuell überlegt, wie viel er verdienen möchte, mit der Frage auch, was braucht man zum Leben und was kann auch sich die Firma leisten. Also ich glaube nicht, dass das allgemein funktioniert, dieses Wunschgehaltsmodell in der Gesellschaft, weil wir hier wirklich sehr freundschaftlich miteinander umgehen und uns gut kennen und auch ähnliche Werte vertreten. Und das ist, glaube ich, schon die Voraussetzung. Es gibt schon sehr viele Ungerechtigkeiten, wenn man manchmal so hört, was halt streckenweise Politiker oder halt andere Leute halt verdienen. Und wir reden hier vom Mindestlohn. Und selbst bei Kellnern oder Krankenschwestern ist es ja auch nicht anders halt, ne? Man müsste da halt wirklich mehr tun. Wir sind fast Psychologen, weil wir den Kunden zuhören, und wir müssen mental auf Gefühle eingehen, dass man diese Arbeit halt doch mehr würdigt halt. People in programming and designing for technology make an excessive amount of money. But that's the time we live in. This is the most hyped sector right now, and that's just how capitalism works, I guess. But compared to other professions and the impact that other professions may have, someone that works in public office or non-profit work, or like a teacher or whatever, there's a discrepancy there between impact and compensation. Ich finde eigentlich, wir verdienen gut. Wir verdienen nur im Vergleich mit verbeamteten Kollegen einfach deutlich weniger. Es kann ja nicht sein, dass ich in einem Bundesland 400 Euro weniger verdiene und in Brandenburg, wenn ich nur mit der S-Bahn ein Stückchen rausfahre, verdienen die 400 Euro mehr, weil die verbeamtet werden. Das ist einfach nicht ganz fair. Wenn es hart auf hart kommt, werde ich bis zu 16 Stunden arbeiten, manchmal auch 20. Man ist mit unglaublich viel Stress verbunden. Dazu kommt noch, dass Dumping halt massiv ist. Das ist schwierig mitzuhalten. Ich musste auch eine Menge Jobs machen, wo ich jetzt für 120 Euro am Tag gearbeitet habe. Ist halt frustrierend. Ich glaube nicht, dass ich bis ins hohe Alter diesen Job ausüben werde. Für mich wiegt das Gehalt nicht eins zu eins meine Arbeit hier auf. Ich schätze eben diese Flexibilität, ich schätze diese tollen Projekte, die wir haben, ich schätze das Team. Ich glaube, diese Frage nach gerecht oder ungerecht stellt sich gar nicht so sehr, sondern wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft, und die Preise richten sich nach Angebot und Nachfrage. Beim Verkauf von einer Firma, wenn es halt Investoren gibt, die bereit sind, einen gewissen Betrag für die Firma eben zu bezahlen, weil die auf einem guten Kurs ist, weil sie profitabel ist, dann setzt der Markt das halt so fest, und entsprechend ergibt sich halt ein Preis. Ja? Und es ist eine soziale Marktwirtschaft, das heißt, es wird ja auch umverteilt, das heißt, von allen Gewinnen, die realisiert werden, fließt ja auch immer noch ein Gutteil an Steuern ab. It's not so much that it buys you happiness, but it buys you peace of mind. Es beruhigt. Geld beruhigt ungemein. Geld beruhigt. Geld gibt Sicherheit,
Und Geld ist schon auch eine Form von Wertschätzung für die eigene Arbeit. Geld bedeutet für mich eine Unabhängigkeit und ich kann mir Wünsche erfüllen. Ich glaube, für mich ist Freiheit sehr, sehr wichtig und Geld ermöglicht mir halt eben, dass ich sehr freiheitlich lebe. Von daher, mein Leben hat das in dem Sinne bereichert, aber ich glaube, man kann auch ohne Geld oder mit wenig Geld glücklich werden. Ja.